Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Westerner. Wir haben in der letzten Folge sehr viel vorbereitende Tätigkeiten durchgeführt und da kam wieder angeschwebt. Und wir sind eigentlich jetzt ganz gut im Stoff, finde ich mal. Wir wollen jetzt das TNT besorgen. Also einmal ist es Farmverteidigungsmaterial oder TNT. Wir müssen noch eine Waffe besorgen. Dazu müssen wir noch auf den Jahrmarkt gehen. Wir haben nämlich so ein Spezialöl für den Roboter bekommen. Ich nehme mal an, das müssen wir irgendwie austauschen oder mit dem Roboteröl, was da rumliegt, dann benutzen. Und, ach guck mal, da hinten kommt schon Shorty. Und ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht, ne? Ich glaube, mit dem Typen muss ich hier auch noch mit dem Pistolero quatschen. Mit dem Duell-Typen. Mal gucken. Und muss man wahrscheinlich irgendwie... Das ist ja so ähnlich wie Beleidigungsfechten bei Monkey Island. Ich bin mir sicher, da muss ich die ganzen Sachen mir merken. So, mein Freund, hier, da. So. So, jetzt komm mal rüber mit den Wunderkerzen. Hier ist der Kaiser Wilhelm vom Sheriff drunter. Ja, das ist zweifellos seine Unterschrift. Dieser Tom ist wirklich brillant. Wie bitte? Ach, nichts. Ich hole sofort das Dynamit. Tja, so einfach kann's gehen. Wie jetzt? Das war's? Hier ist Ihr Dynamit. Dafür brauche ich 100 Dollar. Für die 2, 4, 6, 7 Stangen. Was so Beschiss ist das? Wucher, Beschiss. Okay, dann wären wir nochmal zum Jahrmarkt. Da lang. Da, 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 da. So, und los geht's zum Jahrmarkt. Und wieder rückwärts gehen und die Räder. Du, 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 du. Und angedockt. Sauber. So, und jetzt haben wir nämlich Öl. Dann machen wir mal... Oh Gott, ist das riesig. Der sieht nichts mit seiner einen Augenklappe. Irgendwie schüttelt er mit dem Kopf, okay. Aber lass mich jetzt bitte nicht wieder alles spielen, oder? Hallo. Hallo, amigo. Ich möchte spielen. So gefällt es mir. Einverstanden. Kann ich nicht einfach 8 Dollar bezahlen? Bitte. 1 Dollar. Oh nein, ich muss von vorne spielen. Okay, ich muss von vorne spielen. Ich muss von vorne spielen. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Du.
Das war nicht schlecht, junger Mann. Möchten Sie die zweite Runde in Angriff nehmen und zwei Dollar gewinnen? Ja. Oder lieber aufhören und Ihren Dollar wieder mitnehmen? Ich mache weiter. Man kann denn niemals 100% haben, ja? Oh. Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nein! Ja, klar. Nein! Toll. Hallo. Hallo, amigo. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nach Ende der vierten Runde an der Stelle, ne? Bis gleich. So, noch ein paar Sekunden. Okay. So, das war dann Runde 4. Jetzt bin ich gespannt. Das war nicht schlecht, junger Mann. Ja. Gut. Die fünfte Runde geht gegen meinen Roboter und der Preis ist die Winchester. Sie können auch mit Ihren 8 gewonnenen Dollar aufhören. Wir machen weiter. Ich mache weiter. Okay. Ja! Arthurchen, bitte komm zu dir! Hey, ich hätte jetzt gern mein Gewehr. Sie wissen, wo es ist. Bedienen Sie sich! Mein armes Arthurchen verloren. Deswegen ist er explodiert. Keine Umstände. Ich weiß, wo es ist. Das ist aber gemein, ist das. Guck mal, wir fahren automatisch von ganz alleine zurück. Da steht ein Eimer. Den kann ich aber nicht mitnehmen, ne? Oder? Nee, da komme ich nicht hin. Gut, wir haben Gewehr, wir haben... Das sieht doch gut aus. Was brauchen wir denn dann noch? Ne, auf alle Fälle... Wobei... Oh nee, ne? Warte mal. Bitte. Wir können nur noch zur Brücke, okay. Die Brücke, das war doch in den Zeitungsdingens, dass die gesprengt wurde. Na, dann gucken wir mal. Ach nee, und da wurde auch das Scharfschütze. Oh, warte mal. Hier oben oder hier unten? Ich gehe erstmal hier runter. Okay. Und hier? Nö, zu Ufer. Besser nicht. Unmöglich. Geht das nicht? Das lasse ich lieber. Unmöglich. Wo ist eigentlich der Klettergürtel? Den haben wir verloren, richtig? Liegt der da oben noch? Der ist da runtergerutscht. Warte mal. Ha! Der ist da noch da. Das ist aber auch gemein. Gut, dann hätte man jetzt wahrscheinlich den nicht, wenn man den nicht mehr gefunden hätte... Hätte man den kaufen können. Weil man kann ja noch in dem Laden noch mal einen Gürtel kaufen. Kohle haben wir auch noch.
Das hätte also funktionieren können. Ich hoffe mal, dass man damit klettern kann. Auf dem Masten ist ja ein Klettergürtel ja nicht das Problem. Aber hier wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit Klettern. Warte mal, ich probiere mal. Gut, das ist jetzt noch kein Garant, weil... Das... Der geht sowieso erstmal nach dem Klick im Inventargegenstand erstmal dahin. Nochmal. Nein. Okay, also nicht. Geht also nicht. Lieber nicht. Ich passe. Tja, können wir... Das Beste wäre, das Dynamit auf einem der höchsten Querbalken anzubringen. Aber wie komme ich da hoch? Ja, deswegen. Deswegen dachte ich ja hiermit. So etwas mache ich nicht. Auf den höchsten Querbalken. Ja, dann geht das erstmal nicht. Aber der Sinn und Zweck ist schon mal da. Oder muss ich einen anderen kaufen? Ich muss dich wirklich einkaufen, oder? Ich habe ja einen Klettergürtel. So, wir können zur Stadt. Warte mal, wir gehen erstmal zur Stadt. Ich gehe mal in den Laden. So, jetzt ist die Frage, was ist der kürzeste Weg zum Laden? Vermutlich so rum, ja? Zumindest sollte er einfacher sein. Ja, ist einfacher. Dann gucke ich mal, ob ich diesen Gürtel da brauche oder eben halt nicht brauche. Das ist ein Klettergürtel. Und das ist ein anderer Klettergürtel. Kauf Axt hier, Kauf Gürtel, das ist nur ein Gürtel. Entschuldigen Sie bitte, ich bin sofort bei Ihnen. Schöne Gürtel. Das sind keine normalen Gürtel. Sie werden zum Klettern benutzt. Auf dieser Seite haben wir die automatische Wurfmaschine. Man legt sie wie einen Gürtel an und drückt auf den Knopf. Aha. Auf diese Weise verschießt man ein Seil, das an allen Oberflächen haftet. Natürlich haben wir auch den traditionellen Gummigürtel. Sehr nützlich, um an Palmen hinaufzuklettern oder auch an Telegrafenmasten. Es gibt zwei unterschiedliche Sachen. Wie teuer ist der automatische Gürtel? $12. Nehme ich mit. Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. Das ist doch gemein. Es ist, ey, da denkst du, du hast einen Gürtel und dann hast du keinen Gürtel. Jetzt habe ich einen mit Seilwurf. Hammer. Okay, ich gehe wieder hinten lang. So, es geht definitiv schneller. Warum bin ich immer in die andere Richtung drumherum gelaufen? Das ist doch viel aufwendiger. Und los zur Brücke. Aber jetzt muss es aber klappen. Automatisch? Da hätten wir wahrscheinlich auch den Mast hochlaufen können. Hätten wir das andere Ding... Na okay, den anderen haben wir ja gratis gefunden, ne? Boah. So, dann bin ich mal gespannt. Geht das Ding jetzt hier? Tatsache.
Boah. Okay, so geht's auch. Hier. Ja. Geronimo! Okay. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Hinter den Felsen verstecken, oder? Kann ich mich hierhin verstecken? Ich glaube ja, ne? Okay, warte mal. Ich probier's mal. Halt. Gut, aber ich muss mich schützen. Besser noch hinter den Felsen. Also doch hier. Oh oh. Ich glaube, ich habe mich verbuggt. Ich habe mich verbuggt. Nein! Oh mein Gott. Kann ich nicht. Shit. Besser noch hinter den Felsen. Nein! Verdammt! Oh Gott! Okay, warte mal. Wir haben die Szene. Hohoho. Das kann ja richtig nach hinten Geronimo! Losgehen. Ich glaube, hier nehme ich mal Abstand. Vielleicht ist es der Felsen hier oben oder so. Also hier bin ich vorsichtig. Hier, der da. Oder der? Nee. Also hier nicht. Also hier, also das ist ja gemeingefährlich. Oder der hier. Oder hier, warte mal, hier. Können wir hier? Gut, aber ich muss mich schützen. Oder da. Ich glaube, der da, wa? Können wir hier hinten hin? Nee. In Ordnung, aber ich bin zu nah dran. Es wäre gefährlich, von hier aus zu schießen. Ich bin zu nah dran. Oder hier. Oder hier. In Ordnung, aber ich bin zu nah dran. Immer noch? Es wäre gefährlich, von hier aus zu schießen. Ich bin zu nah dran. In Ordnung, aber ich bin zu nah dran. Es wäre gefährlich, von hier aus zu schießen. Ich bin zu nah dran. Wie geht das denn? Oder doch hier, aber... Warte mal. Besser noch hinter den Felsen. Oh, bitte nicht. Nicht runterfallen. Besser noch hinter den Felsen. Ach! Oh, ist das gemein! Hier gibt es ja noch einen Weg! Drei, zwei, eins. Wow. Ups. Was? Teufel nochmal. Die Brücke muss in die Luft geflogen sein. Genau wie vor 10 Jahren. Stopp den Zug aus Abilene. Ich sende ein Eiltelegramm. Und ich gehe dem auf den Grund. Okay. Das heißt, ich muss mich jetzt abhauen, oder was? Sollten wir vielleicht ganz schnell. So, Dresine und wieder zurück. Tja, jetzt ist es kaputt. Jetzt kommen wir ja auch nicht mehr im Kreis hier rein, ne? Und los geht's. Komm, los. Kleiner Trödelbub. Und Feuer frei. So. Dann hätten
wir das? Theoretisch, ich glaube, ich muss die Dinger machen. Ich muss die, glaube ich, machen. Dieses Beleidigungsduell-Dingens muss ich machen, ne? Wir probieren es mal. Dazu müssen wir hier in den Saloon. Da ist Shorty. So ein Zufall. Hi. Ach so, unter Bank müssen wir ja auch noch. So, mein Freund, Pistolero. Dann zeig mal, was du kannst. Wie geht's, Amigo? Was gibt's? Ein kleines Duell? Ja, na klar, immer. Einverstanden. Ohnmächtig gefällst du mir sicher am besten. Und dich trifft gleich ein Güterzug? Du bist dran bezahlen, Fremder. Kostet mich das überhaupt Geld? Ich habe jetzt 39. Probieren wir mal an. Hallo nochmal. Was kann ich für Sie tun? Ich muss gehen. Und ich muss hier bleiben. Okay, jetzt nochmal, Pistolero. Wie geht's, Amigo? Was gibt's? Ein kleines Duell? Einverstanden. So, jetzt aber. Ich glaube, zum Trinken bist du nicht stark genug. Und dich trifft gleich ein Güterzug. Okay. Dein Zittern entlarvt dich. Ja. Ohnmächtig gefällst du mir sicher am besten. Bevor ich umfall, fliegst du raus aus dem Westen. Ich habe die Partie so gut wie gewonnen. Okay, das können wir nicht beantworten, glaube ich, ne? Du bist dran mit Zahlen, Fremder. So, was? Hat's mich jetzt was gekostet oder nicht? Tatsache. Eieieiei. Wie geht's, Amigo? Was gibt's? Ein kleines Duell? Einverstanden. Ohnmächtig gefällst du mir sicher am besten. Okay, dafür haben wir eine Antwort. Bevor ich umfall, fliegst du raus aus dem Westen. So, Ich habe die Partie so gut wie gewonnen. Ich werde mich eher in deinem Elend sonnen. Ich glaub, zum Trinken bist du nicht stark genug. Irgendwas mit Güterzug, genau. Und dich trifft gleich ein Güterzug. So, Dein Zittern entlarvt dich. Und ich glaub, du hast deinen Tod verpennt. Du bezahlst, Amigo. Ich glaub, damit haben wir alle, oder? Ja. Wir können gar nicht mehr. Okay, gut. Jo, Alter, was ist mit ihm hier? Hey, du! Wird das nicht langweilig, mich zu verfolgen? Ich habe dir schon gesagt, dass ich niemanden verfolge. Aha, alles hey, klar. Hey, du! Was trinkst du da, Amigo? Scharfe Sarsaparilla. Shorty ist der beste Sarsaparilla-Trinker in dieser Gegend. Möchtest du probieren, Fremder? Ich würde sagen, er fordert sie zum Duell auf, Amigo. Okay, das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und in der nächsten Folge Duell. Bis dahin, euer Firefox.